So, also mein nächstes Sixer und Sascha ist auch bei mir. So, ich habe mal gestern mal Mad Red Dead angezockt. Aus Japan, eine Demo Juli 2020. soll ich dazu sagen? Ein Jump'n'Run-Spiel mit Rhythmus-Dingern. Was wir beide nicht Ich haben. sag direkt Daumen runter. So, als erstes muss mir ja, keine Ahnung, muss mir so ein Ratter ausschlitzen. Ich hätte doch eher eins drücken können, aber keine Ahnung, was dann passiert. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich wird die dann gegessen. Oder sie lebt nochmal, keine Ahnung. So, keine Ahnung, was das dauert soll. Deswegen geht aber gleich los. Also halbwegs. Ja. Also, dann sieht hier so aus, die tanzende Ratte. Sind. Da habe ich mir morgen gestellt, ich werde auf Wodka oder was. Naja. Ja, so Play. Junge. Und ja, wie jetzt sieht, also erstmal Gelaber, also zum Glück ist dann kein Laberspiel aus Fernost. Ja, Fernost heißt ja Asien. Ja. Meist nur Scheiße raus. Ja, naja. Außer die Mädchen nacker Riesentitten, Doppel-J, O-Titten, alles klar, O-BH-Köpfchen, alles klar, so, hab ich schon gesagt, das ist mir egal. So, da liegt die Ratte. Am Jetzt Boden, wo gleich sind steht sie auf, am Boden der Tatsachen, da gehört sie auch hin. So, jetzt kommt da so eine gute alte Fee und jetzt ist man hier in der Käsefabrik. Grafik ganz okay. Für 800 MB kann man nichts sagen. Gratis Spiel. So, was heißt gratis? Das ist eine Versuchsversion Spiel. Also Demo. Ja, man kann ein bisschen sich schon links und rechts bewegen. Und jetzt gleich muss man nach dem Rhythmus. Scheiße, Kann eigentlich schon nicht weiterreden. Das sieht schon kacke aus. Ey. Ich kann keinen Bock mehr, die weiter zu kommentieren. Guck mal, der hüpft mal da rum. Alter, das Herz fehlt, jetzt sehe ich es erst. So, okay, jetzt muss man gleich in einen Rhythmus, muss man dann halt Kreis drücken oder irgendeinen anderen Käse. Das Okay. Käse hoffentlich irgendwann im Video vorbei ist. Und dann kommt man so weiter. Also ich kann schon gerade hier in Japanisch übersetzen. Was willst du von mir, Fee? Ha? Soll ich mal auf die Schnauze hauen? Ja, ich gehe auf Chance. Oder? Was? Ich gebe dir gleich ein paar. Lass mich doch mal. Okay, das weißt du gerade ein bisschen selber zu schnell für mich, für das zu übersetzen. Okay, jetzt kriegt die nochmal einen Herzinfarkt, obwohl das Herz schon fehlt. Und Empfehlen Sie jetzt Herzinfarkt? muss man halt hier nach dem Rhythmus, immer wenn da die komischen Kräten, wenn die komischen Kräten in der Nähe vom Herzen sind, dann muss man halt immer Kreis drücken, dann kann man halt springen oder sowas. Aber dann irgendwann noch einen anderen Knopf noch dabei machen, da war schon halt das ganze Spiel. Schon alles erklärt quasi. Also kaufen würde ich mir nicht, sage ich direkt. Egal. Ich als Spieltester darf das sagen. Spiel scheiße sind sie scheiße, wenn sie gut sind sie gut. Und das. Ja, das langt mir schon. So, da steht ja just, 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 justus. Just, alles klar. So. Jetzt hatte wie ein Herz. Er ist aber noch schnell, verpiss dich, alles klar, so ein Mad Red Alive, alles klar, so. Jetzt sieht man hier, jetzt kann man Kreis drücken, um nach vorne zu kommen, aber letztlich, man könnte auch laufen. Nee, kann man nicht. Aber Darf man nicht. nachher muss man in der Luft, muss man halt dann Kreis drücken, sonst kommt man nicht weiter. Aber immer dann, wenn die Kräte in die andere Kräte rutscht, sonst geht die Scheiße halt nicht. Sonst geht halt nicht. So, wie jetzt hier in der Luft halt, also jetzt braucht man nicht gebraucht, jetzt kann man einfach so Kreis drin, Kreis, nochmal Kreis, egal, einfach nach vorne zu kommen, eigentlich nicht mehr so laufen können. So, jetzt gleich sind wir mal bei der Luft. Dann muss man quasi, so wie jetzt, angezogen, ging auch schon fast in die Hose. So, ab gleich geht es ein paar Mal in die Hose. Sag ich direkt, ab dann habe ich das Spiel auch abgebrochen, war mir auch egal, sag ich jetzt schon, ist mir egal, für mich ist heute das Video aufzugucken. Ja, Jo, egal. ja, ich, ja.
Also ich würde mir nicht kaufen, da ich direkt so hier in der Luft, hier langgezogen mit L, mit Kreis, Luft da rumfliegen. Ist mal eine andere Idee von Spielen, aber ich werde, die Japaner haben dafür auch nur 2 Tage nur gebraucht, um das Spiel zu entwickeln, höchstens. So. Ja, fliegt mal halt hier in der Luft rum. Da muss man schon 2-mal in der Luft rumfliegen, ist auch schon wieder 2-mal. Also da klappt, ist aber. Ja, ich habe die erste Level nicht gepackt. Ist klar. So, was kommt jetzt? Jetzt muss ich eine andere Aktion machen. Da habe ich schon die ganze Zeit nicht gerafft, obwohl es so easy ist. Einfach einen Dreieck nach unten halten. Oder einmal drücken und dann mit Kreis dann halt linken Stick dann halt nach rechts drücken. Nochmal. Kreis linker Stick nach rechts. Und irgendwie hört es leicht an, oder wie es aussieht. Die Kombination so leicht hat es niemals so nie funktioniert. Nie. Na, dann muss man die Hamsterrolle machen. Und dann kann man fliegen in der Luft. Die Rattenrolle. Die Rattenrolle des Lebens. Des Lebens. Danach endet man wieder am Käse des Todes. Man kommt einfach nicht 4 Rang im Leben. Ja. 4 Rang, 4 Rang, 4 Rang, es geht einfach nicht. Fortführung. Dann hängt man wieder im Käse fest. Eigentlich. Totale Käse. Eigentlich hat gar keinen Sinn, für das die Ratte oder Maus oder was auch immer das ist. Aber wie war die eine Bikermeister vom Mars? eigentlich ist eigentlich der Beste für die Ratte oder Maus, die bleibt einfach da unten. Ja. Die muss doch gar nicht weiter, die hat doch alles da unten. Wofür soll die weitergehen? Noch mehr weiter in die Scheiße rein. Nee. Unten ist über Käse. Käs, wenn die unten ist. Ja, man kann doch einfach da unten bleiben, ey. Was soll denn der Scheiß? Die hat doch alles da, ist lächerlich. Wofür soll die weiter? Die weiten unfairen Welten des Universums. Unfairen Welten des Universums. Lächerlich. Blödsinn da, hier Ratte, Drecksratte, gar nichts, nix gehabt. Trägt einen Nof, falls ihr einen Controller fragt, ey. Nee. Ja. Ja, es hat Spaß gemacht, ja, weiß ich auch. Jeden Tag, nee. Doch ein bisschen hat echt Spaß gemacht, der Anfang. Aber jetzt wird behindert rumfliegen, ja, klappt schon mir nicht, ja. Und, ja, bleibt doch im Käse. Ist alles gut da unten. Schmeckt doch alles schön. Ja, ich weiß auch, dass es gut unten schmeckt. Ja, die Kombination, da klappt gar nicht. Die will automatisch unten in den Käse rein, genau. Genau in die Ritze rein, da ist nämlich Käse Ritze nämlich am besten. Cheese. So, das war das Spiel, hoffentlich hat es gefallen, mit Like und Nieren und mehr kann ich zum Spiel nicht mehr sagen. Das ist aus Japan, was wie auch immer. Tschüssi, Kowski. So, warte unten und ich wüsste, Kalkulaski, wir bedeuten bis zum nächsten Mal, wie es tschüssi.